Wenn du selbstständig bist und einen Computer oder einen Laptop für deine Arbeit brauchst, dann gibt es seit diesem Jahr eine Regelung, wie du mehr kostensteuerlich Geld machen kannst. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wahrscheinlich weißt du es, wenn du für deine Selbstständigkeit Dinge anschaffst, die du länger benötigst als nur ein Jahr und die einen gewissen Wert überschreiten, dann kannst du diese Kosten nicht sofort absetzen. Das ganze Ding heißt Abschreibungen oder AFA oder sowas. Dazu habe ich mal ein vertiefendes Video schon mal gedreht, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Aber hier einmal ganz kurz: Wenn du beispielsweise ein Auto kaufst, das heißt, du kaufst einen Firmenwagen für 30.000 Euro, dann darfst du nicht in diesem Jahr 30.000 Euro steuerlich geltend machen. Das geht leider nicht. Du musst diese 30.000 Euro aufteilen, weil du dieses Auto ja auch länger als nur dieses Jahr verwendest. Bei Autos sind das 6 Jahre. Das heißt, du musst 30.000 geteilt durch 6, da kannst du nur jedes Jahr 5.000 Euro steuerlich geltend machen. Das war bei Computern und Laptops auch immer so. Da war die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in der Regel 3 Jahre. Das heißt, du musstest die Kosten für eine Anschaffung von so einem Computer auf 3 Jahre aufteilen. Ich drehe, wie ihr zufälligerweise wisst, Videos. Und um Videos zu bearbeiten, braucht man einen leistungsfähigen Computer. Wenn ich mir jetzt einen Computer kaufe für 3.000 Euro, er soll ja leistungsfähig sein, dann konnte ich diese 3.000 Euro nicht sofort steuerlich geltend machen. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen ärgerlich, weil im Jahr der Anschaffung muss ich zwar 3.000 Euro bezahlen, aber ich darf nur 1.000 Euro steuerlich geltend machen und die anderen Kosten muss ich dann im nächsten Jahr machen. Das ist für mich ja irgendwie ungünstig. Speziell für Computer, Software, Laptops und Computer und eine ganze Reihe an anderen Geräten hat sich das seit diesem Jahr geändert. Das heißt, seit 2021 gibt es diese Abschreibung für Computer und Laptops nicht mehr. Das heißt, du kannst die gesamten Kosten sofort steuerlich geltend machen. Es geht nicht mehr darum, wie teuer das Gerät ist, ob ich nur für 3.000 Euro oder 10.000 Euro einen Computer kaufe. Ich kann die Kosten sofort im Jahr der Anschaffung vollständig steuerlich ansetzen. Du fragst dich jetzt mit Sicherheit, was denn eigentlich nach dem Steuerrecht jetzt als Computer gilt. Das heißt, auf welche Geräte betrifft sie diese neue Regelung? Der Begriff des Computers ist da durchaus weit gefasst. Einmal ist es natürlich der klassische Desktop-Computer, den man sich so kaufen kann. Aber auch Laptop und Server und auch Tablets. Das heißt, die zählen alle als Computer plus Computersoftware. Aber auch alle Peripheriegeräte, also Ladegeräte, Tastatur, Maus, Scanner, Drucker, alles, was ihr quasi braucht und anschließen könnt, um mit diesem Computer zu arbeiten, zählen auch alles dazu und dürft ihr auch alles im ersten Jahr komplett abschreiben. Da ich diese Frage schon quasi so durch die Kamera durchhöre: Nein, Smartphones zählen nicht als Computer. Das heißt, Smartphones müssen nach wie vor über so die Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Die zählen nicht. Tablets ja, Smartphones nein. Eine andere Frage, die ich relativ häufig höre in diesem Kontext, ist die Frage nach Geräten, die ihr in der Vergangenheit angeschafft habt. Es könnte jetzt ja sein, dass ihr einen Laptop angeschafft habt im Jahr 2020 und ihr habt im 2020 ein Drittel abgeschrieben. Das heißt, jetzt sind eigentlich noch 2 Drittel da und ihr müsstet es ja eigentlich 3 Jahre auf 3 Jahre verteilen. Das heißt, ihr könnt im 2021 nur ein Drittel abschreiben und dann im 2022. Das ist nicht mehr notwendig. Das heißt, ihr könnt auch alle Geräte, die ihr in der Vergangenheit angeschafft habt, in diesem Jahr quasi auf Null setzen und komplett abschreiben. Dann natürlich immer nur mit dem Restwert, der jetzt noch übrig ist, aber die dürft ihr quasi auch auf Null setzen. Die Voraussetzung, dass du deinen Computer und deinen Laptop in der Buchhaltung als Betriebsausgabe absetzen kannst, also die Voraussetzung dafür, dass du all das machen kannst, was ich dir gerade beschrieben habe, ist natürlich, dass du diesen Computer, Laptop und so weiter in erster Linie betrieblich nutzt. Vorschrift ist da, dass du mindestens 50% der Nutzung muss betrieblich veranlasst sein. Das heißt, wenn du deinen Computer oder deinen Laptop in erster Linie privat benutzt, dann darfst du nicht die gesamten Kosten als Betriebsausgabe und damit steuerlich geltend machen. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und sorgt dafür, dass du jetzt ein paar mehr Kosten ansetzen kannst und dadurch vielleicht ein paar Euro Steuern weniger zahlst. Wenn du dazu noch eine Frage hast oder generell eine andere steuerliche Frage hast oder ein Videowunschthema hast oder wie auch immer, dann kommentier doch gerne dieses Video. Das lohnt sich bei uns nämlich auch zweifach. Erstens bekommst du natürlich eine Antwort auf deine Frage und zweitens nimmst du automatisch an einer Verlosung teil und hast die Chance auf
dieses Überraschungspaket. Benutz dafür in deinem Kommentar einfach den Hashtag Steuerfrage. Ich kann dir auch empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Wir laden regelmäßig Videos speziell für Freiberufler und Selbstständige hoch. Das kannst du hier machen. Oder du guckst dir einfach direkt eines der anderen Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Automatisch.